Hallo zu Friede, Freude, Smartphone und dem Android-Smartphone-Kurs. Heute geht's weiter mit der Aufgabe 10. Lösche die Daten von Anne aus deinen Kontakten. In den letzten beiden Aufgaben habe ich den Kontakt von Anne in die App Kontakte eingepflegt. Ich habe die Anne zu einem meiner Favoriten gemacht und heute möchte ich sie wieder löschen. Wie geht das? Dafür öffne ich die App Kontakte. Wenn Sie hier gerade in einem anderen Kontakt sind und zurück zur Übersicht möchten, dafür haben Sie immer hier links oben einen Pfeil. Ich tippe hier einmal drauf und dieser Pfeil hier links oben bringt mich immer wieder zurück zu meiner Übersicht. Jetzt habe ich hier die Übersicht meiner Kontakte und hier ist auch die Anne. Ich tippe hier einmal drauf, der Kontakt öffnet sich. Und wo finde ich jetzt Löschen? Löschen ist eine sehr wichtige Funktion und die versteckt sich sehr oft hinter drei Punkten. Auch hier auf dem Redmi 9. Hier rechts oben habe ich drei Punkte und hier muss ich einmal drauf tippen und hier finde ich jetzt Löschen. Jetzt tippe ich hier auf Löschen und jetzt wird mir hier angezeigt, in Papierkorb verschieben. Hier wird heute unterschieden, ob ich diesen Kontakt auf dem Gerät, auf der SIM-Karte oder auf meinem Google-Konto gespeichert habe. Diesen Kontakt hatte ich auf meinem Google-Konto gespeichert und deswegen kann ich ihn jetzt im ersten Schritt nur in den Papierkorb verschieben. Ich mache das mal. Und damit ist dieser Kontakt in den Papierkorb verschoben worden. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Kontakt von Anne, den habe ich Anne Gerät genannt. Und diesen Kontakt von Anne, den habe ich auf dem Gerät gesichert. Hier tippe ich auch einmal drauf. Jetzt tippe ich hier oben auf die drei Punkte. Jetzt tippe ich auf Löschen. Und diesen Kontakt kann ich jetzt sofort löschen. Ich tippe hier nochmal auf Löschen und damit ist dieser Kontakt komplett gelöscht. Auf Ihrem Smartphone sind die drei Punkte vielleicht nicht oben, sondern unten oder vielleicht steht hier unten auch gleich Löschen. Deswegen gibt es zu dieser Funktion auch wieder einen Sticker. Bei mir sind die Punkte rechts oben, deswegen klebe ich mir den Aufkleber rechts oben in mein Buch. Wo finde ich jetzt meinen Papierkorb? Dafür habe ich hier links oben drei waagrechte Striche. Das ist ein Menü. Und unter diesem Menü finde ich jetzt verschiedene Funktionen. Einmal habe ich hier oben diese Unterscheidung alle Kontakte oder nur die Kontakte, die ich auf dem Google-Konto gespeichert habe. Ich habe hier alle Kontakte angetippt, deswegen sehe ich in meiner Übersicht alle Kontakte. Hier unten habe ich den Punkt zusammenfügen und korrigieren und darunter finde ich den Papierkorb. Ich tippe hier also auf den Papierkorb. Und hier liegt der Kontakt von Anne und hier ist er noch für 30 Tage gespeichert und erst dann wird er endgültig gelöscht. Ich möchte den Kontakt sofort löschen, deswegen tippe ich jetzt hier auf Papierkorb jetzt leeren und als nächstes tippe ich hier noch einmal auf endgültig löschen und damit ist der Kontakt von Anne endgültig gelöscht. Jetzt tippe ich hier oben noch einmal auf diese drei Striche, tippe hier auf alle Kontakte, um alle meine Kontakte zu sehen und tatsächlich hier ist der Kontakt von Anne gelöscht. Und das war's für heute. In den nächsten Aufgaben stelle ich Ihnen die App Uhr vor. Damit Sie keine meiner Folgen verpassen, tippen Sie einfach unten auf Abonnieren. Schauen Sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!